Ja, wir sind hier vor dem Rathaus in Bad Pyrmont und hier ist eine Ansammlung von Menschen, Gewerbetreibende, Geschäftsinhaber, und die haben ein Anliegen. Jetzt komme ich auf Sie gerade mal zu. Worum geht es Ihnen? Warum sind Sie hier? Warum demonstrieren Sie? Ich heiße Ute Dörre und mir gehört das Geschäft Kult und Co. Und ich finde es einfach sehr ungerecht, dass wir diese Abgabe zahlen müssen. Ich zum Beispiel zahle Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben an die Stadt und habe einen Mitarbeiter, eine Vollzeitbeschäftigte, eine Teilzeitbeschäftigte, zwei Aushilfen und muss alleine deswegen schon nur für mein Personal 100.000 Euro umsetzen im Jahr. Das ist beachtlich. Also um es nochmal klarzustellen, es geht um die Tourismusabgabe, ja? Die wird von wem verlangt? Von der Stadt Bad Pyrmont. Und da bin ich einfach nicht mit einverstanden. Sie haben gerade auch Ihre Probleme geschildert. Was werden Sie heute tun? Werden Sie sich in die Ratssitzung als stilles Mäuschen, das zuhört, mit reinsetzen? Es kommt drauf an. Es könnte dann auch mal was kommen. Oh ja, das hört sich ja spannend an. So, jetzt wenden wir uns den Nächsten zu. Und da hinten sehen wir jetzt eine Gruppe von Handwerkern und einer, der, glaube ich, wie heißen Sie, von welcher Unternehmen sind Sie? Sie sind ja Kracht, glaube ich, ja? Kracht, Stefan Kracht, Kracht Dachtechnik aus Bad Pyrmont. Kracht. Kracht. So wie Jens Kracht, und Sie wollen jetzt auch ein bisschen Kracht machen? Wir werden sehen, ja. Was ist Ihr Anliegen? Ich denke, wir als Handwerker hier in Pyrmont sind mehr als gebeutelt. In der Saison können wir kaum arbeiten. Es geht um 8 Uhr erst los, von 1 bis 3 ist absolute Stille in der Innenstadt. Zu Zeiten, wo wirklich gearbeitet werden müsste, stehen wir rum, das geht gar nicht. Und jetzt noch diese Abgabe, die die Firmen unhäuslich belastet. Nein. Wer verlangt diese Abgabe? Ja, die Stadt Bad Pyrmont jetzt hier wahrscheinlich. Ne? Und wie hoch soll die sein? Das weiß wahrscheinlich noch keiner so genau. Deshalb sind wir hier, wir werden uns jetzt informieren und hören, wie das jetzt hier gehen soll. Und wie hoch die Gebühren letztendlich sind, weiß ich nicht. Ich lasse mich überraschen. Ja. Also Sie wollen auf jeden Fall Ihre letzte Chance wahrnehmen, hier noch ein bisschen was an... zu erheben. Ist richtig. Genau. Ja, jetzt schauen wir mal weiter. Und bevor alle reinströmen, jetzt haben wir gerade noch die Frau Tigges Friedrichs erwischt. Sie ist ja nun in Bad Pyrmont auch bekannt. Sie haben ein Hotel, ein Café. Ich bin Vorsitzende vom Kur- und Verkehrsverein hier in Bad Pyrmont. Ganz nebenbei. Und Sie haben das Café zeitlos auch. Ja, genau. So, jetzt haben wir alles erwähnt und Werbung gemacht. Worum geht es hier? Es geht darum, dass die Stadt Bad Pyrmont vom Umsatz eine Tourismusabgabe erheben möchte. Und als einzige Vergleichszahlen ist uns der Beitragsrechner von Hannover-Schmünden gezeigt worden. Auf den wurde permanent hingewiesen und Hannover-Schmünden erlöst damit 300.000 Euro im Jahr. Hier will man aber zwischen 400.000 und 600.000 Euro erlösen, also müssten wir die Beträge, die in Hannover-Schmünden fällig werden, noch verdoppeln. Die Beträge sollen vom Umsatz erhoben werden und auch im Verlustfalle fällig werden. Das ist ein Griff netto in die Tasche. Das Geld fehlt hinterher für Investitionen. Wir haben noch ganz viele Brandschutzauflagen jetzt zu erfüllen durch die Brandschauen des Landkreises. Und anscheinend meinen hier alle, wir hätten eine eierlegende Wollmilchsau in unseren Betrieben. Wir als Selbstständige und überwiegend als kleine Selbstständige arbeiten alle 7 Tage die Woche, um überhaupt rund zu kommen. Und dann will man uns direkt ins Portemonnaie reinfassen. Und zwar selbst im Verlustfalle. Das wird hier die Stadt wirklich lähmen. Und das wird auch ganz viele, die Frustration ist jetzt schon groß, weil hier auch vieles in der Stadt im Argen liegt. Und wenn wir dann noch zusätzlich so viel Geld bezahlen sollen, dann ist das einfach nicht mehr leistbar. Ja, jetzt ist schon still geworden, weil hinter Ihrem Rücken alle an die Front gegangen sind. Das heißt, in die Ratssitzung hinein, dort werden Sie die Diskussionen, die Meinungsfindung verfolgen. Aber jetzt nochmal, wer ist denn auf die Idee gekommen, diese Tourismusabgabe zu fordern? Die Verwaltung hat das wohl der Gruppe 17 vorgestellt. Und anstatt mal intern nach Sparmaßnahmen zu gucken, wie die sicherlich auch in einem Rathaus möglich wären, denn wenn ich in meinem Unternehmen, wenn meine Zahlen nicht mehr stimmen, dann muss ich mir auch überlegen, wo ich intern sparen kann. Ich kann ja nicht sagen,
wunderbar, ich gehe mir jetzt zu jemand anderem außer zur Bank und kann mir da was leihen, das muss ich aber zurückzahlen. Aber es zahlt mir ja kein anderer mein Minus, wenn ich am Ende des Jahres eins erwirtschafte. Und die Stadt Bad Pyrmont hat gedacht, oh wunderbar, bevor wir bei uns selber sparen, da belasten wir doch mal diejenigen, die anscheinend noch Geld verdienen hier in der Stadt. Jetzt habe ich gehört, die Grundidee zu dieser Forderung soll vom Landkreis, vom Kämmerer gekommen sein? Nein, nein. Die Grundidee vom Kämmerer des Landkreises war, dass die Stadt Bad Pyrmont sparen muss. Und anstatt hier mal ans Eingemachte zu gehen und mal zu gucken, wo ich in meinem eigenen Bereich sparen kann, wie das jeder freie Unternehmer machen muss, da hat die Stadt gedacht, wunderbar, bevor ich selber spare, versuche ich meine Einnahmesituation zu erhöhen. Und das will man auf unser aller Kosten tun. Für wie viele Geschäftsleute sprechen Sie? Im Kurenverkehrsverein sind aktuell ca. 120 Mitglieder engagiert und in der Werbegemeinschaft, die diesen Protest oder die heute Abend auch viel hier sind, auch mit dem Vorsitzenden Herrn Fahle, sind auch noch mal ungefähr 120. Da sind natürlich auch ein paar Doppelmitgliedschaften drin. Erwarten Sie heute eine Entscheidung? Ich gehe fast davon aus, dass das Thema aufgrund des großen Widerstandes, der sich in den letzten zwei Wochen formiert hat, heute vertagt wird, weil man meint, wenn man das erstmal ein bisschen runterkocht, dass dann vielleicht bei der nächsten Ratssitzung der Widerstand nicht mehr so groß da sein wird. So, wir wollen Sie jetzt nicht davon abhalten, zur Tat zu schreiten, ja. Und wünschen der Stadt alles Gute. Dankeschön. Ich hoffe, Sie wünschen den Unternehmen hier in Bad Pyrmont alles Gute, aber davon gehe ich aus.